was schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist schon mal gut. Pass auf, ich zeig's euch einmal zum Gucken. So, das machen wir gleich dann auf den Refrain, ne? Also Ärmchen nach vorne, umdrehen, überkreuzen zum Kopf. Dann die Hände über den Bauch, an die Hüfte und zack runter. Also fertig, ich muss sagen, das klappt verdammt gut dafür, dass es so eine Scheiße ist, ne? Komm, einmal mach mal noch, pass auf. Aber Präsident sagt, das ist doch voll die Scheiße, ey. Mach mal andere Musik hier, pass mal auf. Bitte. Und links kommen! Und rechts kommen!
Ja, bleib doch bitte mal nach vorne gedreht stehen. Hier hinten ist ja nichts los. Komm mal, Prinzessin, komm du mal mit. Liebe Gäste der Funken Blau-Weiß, das war jetzt ein kleiner Gag, den sich der Mario überlegt hatte. Eigentlich hat er nur Macarena überlegt gehabt. Dann haben wir ganz kurz vorher abgestimmt. Sinnvoll wäre es vielleicht, mittendrin abzureißen und ja, nach dem Bob zu fahren. Obwohl ich das ganz ehrlich schade fand. Es sah super aus. Ja, darf ich mal von Sigmar einen ganz großen Applaus haben für die Funken Blau-Weiß für eine Riesenrunde Macarena und Bob? Wir sind halt von allen Seiten bespielbar. Wir nehmen jetzt die Gelegenheit wahr, ja, ich sag mal eigentlich zwei Personen nochmal ganz herzlich zu begrüßen, wobei die zweite Person jetzt nicht da ist. Ihr müsst euch also jetzt mit einem Stückchen Kreativität ausstatten. Vorstellungskraft ist gefragt. Ich stelle jetzt eine andere Person daneben, die dann aussieht wie der Peter. Komm, Dieter. Also, der Dieter heißt jetzt Peter. Peter der Sechste und ist Prinz Karneval. Sie ist Anne, Anne die Erste und ist Prinzessin Karneval. Ist das nicht ein wunderbares Team? Und vor allen Dingen haben wir dahinter halt die gesamte Mannschaft stehen, die mit euch im letzten Jahr durch die Säle gezogen sind und am Rosenmontag auch viel Spaß hatten und bei allen Fädelszügen viel, viel Spaß hatten. Und die Tanzgruppe der Funken Blau-Weiß. Und ich glaube, es ist einfach ein Spaß gewesen. Mario, super Idee, super Performance. Ich habe ja gesagt, der weltbeste DJ. Und jetzt bitte ich euch nochmal einen kräftigen Applaus für die Mannschaft und den Mario. Das ist genau das, was wir brauchen. Und jetzt gucken wir nochmal so mit einem Auge auf den Fernseher drauf. Die Stimmung in Brasilien ist genial. Die bereiten sich um das Spiel vor. Dritter Platz. Brasilien gegen die Niederlande. Hier nochmal von meiner Seite ganz persönlich kundgetan, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte mir ein Endspiel Deutschland gegen die Niederlande gewünscht. Und ihr seid ja alle alt genug, ihr kennt das noch. 74. Genau wie 74 hätte Müller das 2:1 gemacht. Das wäre doch genial gewesen. So müssen wir morgen mit Müller 2:1 leben und schlagen halt eben die Argentinier. Dritte Jahr, wenn wir schlagen, Hauptsache Weltmeister. Liebe Gäste, schön, dass ihr da seid, feiert mit uns. Ihr seht, wir haben auch Spaß. Ist schön hier, danke.